Hey Leute, willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ich habe Mongolisch Stufe 1 gelernt eben. Ich habe die Krone noch ein wenig untersucht und habe dann was gefunden. Sie sagte nämlich, dass der Besitzer die Krone bei seinem Tod getragen hätte. Naja. Und hier rüber. Das mit den Bäumen finde ich ganz cool eigentlich. Dass man darauf klettern kann. Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt, aber die übrig gebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. Alles klar. Lass mal gucken, wir haben hier noch ein Dokument. Kann ich den Wegpunkt setzen? So. Wenn wir das jetzt sehen würden. Aber ich habe optisch überhaupt keinen Hinweis, wo ich hin muss. Oder? Vielleicht gibt es ja später noch sowas wie eine Minimap. Keine Ahnung. Das ist da oben. Ah, da haben wir es. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Wieder ein bisschen Russisch gelernt. So einfach geht das, Leute. Schade. Ich glaube nicht, dass ich die aus der Luft holen kann, die Dinge. Okay, jetzt können wir auch den Monolithen übersetzen, glaube ich. Die Inschrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf, aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Ein Münzversteck. Da unten im alten Flussbett. Hier muss es sein, irgendwo. Nicht? Es ist doch hier. Dann ist es wohl doch da oben. Hier? Ah, ich hab's. Sehr gut. Plus ein Fähigkeitspunkt. Muss ich mir also doch erkaufen mit Münzen, ja? Das hole ich mir aber am nächsten Lager. Wir gehen erstmal weiter, komm. Na du Vieh, die können durch die Äste und durch die Steine durch. Ach komm schon. Warte mal, was ist denn das für eine rote Pflanze? Die war eben so richtig hellrot, aber jetzt... Naja. Wie viele Pfeile habe ich denn eigentlich? 9. Machen wir es lieber noch ein paar. Ich bräuchte wieder Holz. Tiefschnee. Oh nein. Oh. Was ist das? Erkundungsteam hier, Overwatch. Bitte kommen. Das ist doch keine einfache Leuchtmunition. Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten Störungen bei der letzten Übertragung. Haben Kontakt zum Erkundungsteam auf dem südlichen Grund. Wow, wow, wow. Bärchen. Ach du Scheiße. Oh.
Auf die Schnauze! Oh, Y! Ah! Sag mir das doch! Es kam jetzt ein bisschen plötzlich. Ja, diese Quicktimes, die sind immer ein bisschen komisch. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Oh. Ich muss die Wunde verbinden. Alle Ressourcen. Kräuter und Stoff sammeln. Ah, da, die Beeren, die habe ich doch schon unten gesehen. Na gut, jetzt kann ich sie wohl sammeln zum Heilen. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Ich brauche einen Verband. Oh, okay. Wie soll ich denn einen ausgewachsenen Bären besiegen? Hat das geblinkt? Nee, sah so aus. Oh je. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Na, aber gut, sind Bären da nicht ein bisschen immun gegen? Zumindest Bären von dieser Größe? Aber Giftpfeile sind schon mal eine gute Idee, glaube ich. Bergungsgut. Ah. Zerstörerische Handobjekte kann ich damit herstellen. Wow, das wollte ich... Okay. Das wollte ich scheinbar schon. Ein Rabe. Den gibt es jetzt nimmer mehr. Ich einfach mal alles abballern muss. Oder kann. Ja, weil ich es kann. Bin ich denn jetzt? Ich bin immer noch dort. Hä? Da oben ist noch eine Münze? Ach, das sind mehrere Münzverstecke. So, so. Na dann, hole ich mir die mal. Der fiese, fiese Bär. Wie gesagt, ich hätte gerne so eine Art... Minimap, wo ich sehe, was ist. Oh, Häschen, euch lasse ich heute mal leben. Bin ja nicht so, ne? Ist das da unten, das Münzversteck? Ah ja. Cool. Ja, es gibt Münzen, weiß nicht, was sind die gut? Erfahrungspunkte. Oder sonst noch was? Inventar. Munition und Ausrüstung.
Ah, ein Jägerköcher. Dafür brauche ich Holz, ja, Stoff und Fell. Für die Tasche. Speicherkapazität für Ressourcen erhöht. Na gut. Munition. Geräuschlose Pfeile. Ja. Brauche ich mehr Holz für. Das kann ich mir aber auch unterwegs bauen, von daher nicht so wichtig. Waffen. Upgrades. Oh, ich komme eine neue Kletteraxt. Umwickelter Griff. Ein lederumwickelter Griff verbessert den Griff beim Führen mit einer Hand, wodurch beidhändig ausgeführte Nahkampfangriffskombos möglich sind, die sogar gepanzerte Feinde niederschlagen. Sehr cool. Für den Bogen kann ich wahrscheinlich nichts machen. Nöp. Was brauche ich da? Ja, ganz normale Felle und Stoff wieder. Aber sehr nice. Sehr nice. Mir gefällt das hier, das Upgraden. So, schnellere Herstellung. Aha. Bring mir EP. Warte mal. Ah. Ja, das ist ganz praktisch. Das würde ich, glaube ich, auch nehmen. Eifriger Lerner. Ach, warte mal. Bonus-LP durch Überlebensverstecke, Dokumente und... Ja. Also das nehme ich doch als allererstes. Ich denke mal, das wird praktisch sein, wenn wir da einfach mal früher viel Erfahrungspunkte kriegen. In anderen Spielen habe ich sehr gerne, dass das Leveln so lang wie möglich dauert, aber hier bringt es uns ja wirklich nur Vorteile. Also in anderen Spielen natürlich auch, aber darum geht es ja bei Rollenspielen zum Beispiel, dass man Level-Ups bekommt. Hier ist das jetzt irrelevant, finde ich. Das Spiel ist ja immer noch inszeniert. Ja, ich muss die ganze Zeit Viehzeug abknallern, das finde ich jetzt auch nicht so. Muss ich jetzt nicht haben, sag ich mal so. Ne, es ist hier. Ah, da haben wir es. Münzversteck. Meins. 7 Münzen. Ich bräuchte halt mal ein bisschen Holz. Oh. Auch gut. Bisschen Holz. Und bisschen... Was ist das da oben? Ein Nest. Ja, was ich als nächstes wohl nehmen werde, ist die Pfeile wieder zu kriegen, weil das ist auch doof, wenn ich anderen Pfeile wieder bauen muss. Oh. Hä? Da runter? Ach, hier waren noch Pilze, ne? Jawohl. Sehr gut, ich habe die Pilze. Das Giftpfeil-Upgrade. Hä? Jetzt muss ich Stoff finden. Sag mal. Aber sie kann es, glaube ich, erst einsammeln, wenn wir davon in Kenntnis gesetzt wurden. Das heißt, jetzt werde ich wahrscheinlich überall das Zeug finden, was wir brauchen. Da sind doch überall diese Flaggen. Kann ich die da nicht abreißen? Ach, guck mal, da ist ganz viel wahrscheinlich. Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Wenn ich jetzt wüsste, wo das Camp ist, ja. Es ist nämlich alles schon wieder ein bisschen stürmisch hier. Ah, ich find's schön. Das ist nice. Ach komm, bis ich dich erledigt habe. Und jetzt bauen wir uns erstmal Giftpfeile. Geile Sache. Pfeile, die beim Einschlag eine Giftwolke freisetzen. Falls die Todeswolken-Pfeile-Fähigkeit bekannt ist, werden bei der Herstellung Pfeile des verbesserten Typs produziert. Sehr cool. 2 von 2 gerade mal. Okay. Wie kann ich die jetzt nutzen? Ich muss mich ausruhen. Oh, so kalt. So müde. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Sophia, lauf weiter!
Verlust! Wir haben sie! Lauf weiter! Los! Schnappt sie euch! Wie ist die Lage? Over. Hier ist noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over. Ah. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das... Sehr schön. Hey, ich finde ja doch Pfeile. Na dann. Ach, noch Pilze. Das ist ja super. Ich finde einfach überall Giftpilze jetzt, ja. Haben Seilfallen gestellt. Wir haben geplant, dass wir ihnen folgen. Tod. Schweinehund. Raffen uns weg. Credits. Erhält man durch Erkundungen, verwenden sie Credits, um auf dem Marktplatz Kartenpacks zu kaufen. Ach nee. Das ist so ein Online-Ding, oder? Ich glaube, das kann ich aber erst machen, wenn das Spiel offiziell draußen ist. Also, ich meine... Ja, es ist schon draußen, aber nicht so ganz offiziell für die Öffentlichkeit, nur für Klemm Presse quasi. Funkgerät versucht die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Ja, das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben. Dann kam ihr Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Bitte. Sie wollen uns aufhalten. Alle Teams Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald Fallen gelegt. Wir wussten, dass sie das Funksystem angreifen müssen, sobald wir hier waren. Shit. Wir brauchen ein Aufstandsbekämpfungsprotokoll. Das sprengt den Zeitplan. Konstantin wird nicht begeistert sein. Ist aber besser, als sich im Dunkeln abknallen zu lassen. Mhm. RB, um zu schießen. Wir werden angegriffen! So geht's auch. Gib mir das. Gib mir das. Und gib mir das. Wo ist denn der jetzt hin? Es waren noch drei. Oh, egal. Hey, Benzin. Ah, okay. Ich kann Benzin werfen. Oh, das wollte ich nicht. Ach, da lag er. Naja. Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Das waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen.
Gibt's hier noch was? Den Monolithen habe ich ja schon. Muss ich jetzt zum Bären? Ja, ich muss zum Bär. Aber, liebe Leute, vorher werde ich den Part beenden. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück zum Lager. Und schaue, ob ich mir was bauen kann, was Schönes. Ich danke euch auf jeden Fall wie immer sehr fürs Zusehen. Danke für die Likes, die Kommentare, einfach die Unterstützung, die ihr mir gebt. Und bis zum nächsten Mal mit Rise of the Tomb Raider.